Hey zusammen, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind hier gerade in einer etwas anderen Umgebung als sonst, denn ich sitze hier mit Jerome Kampner. Jerome ist in erster Linie Barbier, gibt aber auch internationale Schulungen für American Crew und deshalb machen wir jetzt heute mal kurz hier ein kleines Interview. Wir sind hier auf der Barber Convention 2019 und ich würde sagen, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich habe zu danken, dass du da bist, Kai, weil das ist absolut schön, dass du nicht nur da bist, sondern auch wieder mein Model warst, ne, für dein Bart. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist jedes Mal eine absolute Freude, mit dir das zusammen zu machen, dass du quasi deinen Kopf, dein Gesicht für mich hinhältst. Das ist, ja, es ist mega, es ist echt. Auch das merkt man so, dass es halt auch menschlich einfach passt. Und das ist so schön. Danke. Willst du vielleicht erstmal ein bisschen was dazu erzählen, was du machst, was so deine Story ist, wie lange du schon schneidest und wie lange du schon Seminare gibst, was du da für Inhalte behandelst? Also, bei mir ist es so, ich habe 1985 angefangen zu lernen in Mainz. Das erste Jahr habe ich das Rhein-Darm-Fach gelernt, so ganz klassisch, wie wir Friseure das natürlich auch lernen müssen. Aber wir sind ja im Handwerksbetrieb. 1986 habe ich schon angefangen, Männer zu lernen, also das reine Barbering von meinem Chef, der war damals auch wirklich nur ein reiner Barber, hatte sehr, sehr große Geschäfte gehabt, wir waren immer so um die 50 Angestellte, das war schon wirklich eine Größe damals, heute immer noch. Und ja, im dritten Layer habe ich eigentlich schon noch Männer gemacht, hatte meinen eigenen Barbershop und habe mich dann wirklich so, ich sag jetzt mal im Rhein-Main-Gebiet, bin ich überall rum und habe in verschiedenen Geschäften gearbeitet, habe dadurch halt natürlich auch mein Wissen immer wieder vergrößert, habe dann auch irgendwann angefangen, GEB zu haben, mich Weiterbildungen zu geben. Diesen Traum habe ich mir dann erfüllt, als ich mich selbstständig gemacht habe in Mainz. 2007 war das. Bin dann auch sehr schnell mit der American Crew in Kontakt gekommen, habe dort angefangen, als Freelancer zu arbeiten, was ich heute noch bin. Habe dort meine Schulung gegeben, die Barber Convention. Ja, ich sage mir so ein bisschen, ist meine Hausmesse, weil ich seit dem ersten Tag dabei bin, seit dem ersten Kick-Off, wo wir da ganz klein angefangen haben, wirklich in einem kleinen Raum, ganz wenig Leute. Du siehst ja selbst jetzt, du bist jetzt auch schon, glaube ich, das zweite oder dritte Jahr. Ja, bist du da. Und wie sich das doch schon entwickelt und immer größer wird. Ne? Ja. Das ist schön. Was sind denn für dich so die Unterschiede zwischen dem typischen Frauenhaarschnitt, den man macht, und diesem Barber-Segment? Weil das ist in den letzten Jahren ja sehr stark entwickelt, ist immer größer geworden. Und was sind da so für dich die Unterschiede und warum machst du gerne jetzt Barbering statt diesem allgemeinen Friseurgeschäft? Also das Barbering mache ich ja eigentlich, wie ich schon gesagt habe, seit meinem zweiten Layer, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich viel mehr Lust habe, Männerhaarschnitte zu machen. Ja? Ich sage es mir ganz ehrlich, ich bin froh, dass es Frauen gibt, ja? Aber ich mache lieber Männer den Haaren, weil die sind unkompliziert, das macht viel mehr Spaß. Der Unterschied ist einfach, dass du arbeitest in der Regel mit weniger Produkten, ja? Sondern du arbeitest eigentlich mit dem Haar, guckst was das Haar kann. Natürlich braucht man ein Produkt, so wie du das oder ich auch in den Haaren drin haben. Aber es sind viel mehr Techniken. Und es ist viel mehr Schneiden, weil bei Frauen ist es echt so, ich sag's mal übertrieben, du schneidest so ein bisschen die Spitze und dann wird hauptsächlich geföhnt. Und bei uns Männer ist es gerade umgekehrt. Wir brauchen einen exakten Haarschnitt, das kennst du selbst. Er muss sauber geschnitten werden und dann ist der Föhn auch wichtig, aber das ist weniger. Ja, und für mich ist es einfach ein schöneres Doing. Und das Barbering war eigentlich nie weg, nur es wurde leider in Deutschland von der Industrie tot gemacht, weil sie halt gemerkt haben oder gesagt haben, mit Männern verdient man kein Geld, was ja eigentlich Blödsinn ist. Weil sie, Italien, Spanien, so die ganzen Südländer, na, für die ist das ganz normal, dass sie zu ihrem Barber gehen. Bei denen heißt es anders, Barber ist einfach das internationale Wort. Wir sagen, na, Herrenfriseur, für die ist das normal. Und bei denen ist es schon immer eine Kultur, dass sie zu ihrem Herrenfriseur gehen. Ja, und so war das ja früher auch. Und ich bin heute dankbar dafür, dass wir alle wieder auch dieses Ansehen haben, dass wir alle sagen können, ey, wir sind stolz darauf, ein Barber oder ein Herrenfriseur zu sein und wir auch wieder dementsprechend gesehen werden. Das macht einfach Spaß. Natürlich auch die Kultur mit den Bärten. Mittlerweile sind sie kürzer geworden. Da haben die ganzen Jahre war das wirklich so, dass sie massive, kennst du selbst, lange große Bärte gesehen haben. Mittlerweile sind sie etwas kürzer geworden, was ich genauso mega schön finde. Aber sie sind alle gepflegt. Wie viele Produkte in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, wie viel wirklich da ist, wie viele Männer Lust haben, sich zu pflegen. Nicht nur auf dem Kopf, sondern auch im Gesicht. Ja, das ist wirklich schön. Ja. Es sind ja super viele Produkte und Werkzeuge und Tools im Umlauf. Du als jemand, der viel mit Schneidewerkzeugen zu tun hat, worauf legst du persönlich großen Wert? Muss es jetzt ein super langlebiges Produkt sein oder hast du da einen großen Durchlauf, wechselst du viel? Nee, ich bin eigentlich so klassisch Mann. Ja, also du kennst es selbst, weil wir Männer, wenn wir was als gut empfunden haben, bleiben wir dabei.
Egal was es ist, vom Duschgel angefangen bis zu Schuhe, Klamotten, du weißt, wie ich das meine. Und da ist es ganz genauso, wenn ich ein Produkt gefunden habe, bin ich da sehr markentreu. Ja, also das ist egal, ob es ein Styling-Produkt ist oder meine Kleidung ist oder natürlich die Tools, mit denen ich arbeite. Ja, wenn du damit beginnst, man probiert natürlich Verschiedenes aus, irgendwann hast du deine Tools gefunden und irgendwann werden die auch qualitativ besser. Das ist meine eigene Meinung, was für mich qualitativ gut ist, muss für dich nicht gut sein. Aber irgendwann legst du auch bestimmten Wert darauf, dass du halt zum Beispiel eine Schere in der Hand hältst, die wirklich hunderte bis manchmal über 1000 Euro Wert hat. Die hältst du in der Hand oder ob es ein Föhn ist, der wirklich mehrere hunderte von Euros kostet. Ja, ja. Das kennst du selbst, du weißt auch genau, was ich meine. Ja, er hat mich übrigens, ich wollte mir diesen Dyson-Föhn schon immer mal anschauen. Und dann hatten wir zusammen einen Termin, wo ich bei dem Modell war, genau. bei der Top-Hair Düsseldorf, auch hier. Dann hat er gemeint, so, hier komm, nimm den mal in die Hand und guck mal. Und dann war es um mich geschehen, dann habe ich mir den geholt. Hat dich quasi infiziert. Genau, ja, dann hast du mir den letzten Schubs so gegeben in die richtige Richtung. Genau, ja. Und hast du dich bereut? Nee, ich verstehe, was du meinst. Also, ja, es ist schon was anderes. Und so ist es mit vielen Dingen. Ob das Kämme sind, ob das Bürsten sind, ob das Scheren sind oder Messer sind. Ne? Und da komme ich mal gerade dazu, weil gerade was Messer betrifft, wir arbeiten alle mit Wechselklingen, ja, das kennst du ja auch, dass du halt einfach die Klinge wechseln kannst, weil es einfach eine super einfache Prozedur ist, so sage ich es mal ganz ehrlich. Aber das ganz alte, klassische ist ja ein handgeschmiedetes Messer, mit dem du wirklich auch arbeitest, schärfst und Leder abziehst und so weiter und so weiter. Und ich bin schon seit ein paar Jahren dabei, dass ich mit einigen Firmen auch Sachen entwickle. Und genauso kam letztes Jahr die Firma Böke auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihnen zusammen ein Messer zu kreieren. Also wirklich ein handgeschmiedetes Messer. Und dann habe ich mich erstmal schlau gemacht, weil natürlich die Firma sagt mir was, sie sind ganz groß im Segment, auch mit Taschenmessern, Jagdmessern, Angelmessern und so weiter. Statten unter anderem auch die Polizei und auch Bundeswehr aus. Habe mich mal schlau gemacht und die machen jedes Jahr immer eine limitierte Auflage von 99 Stück und produzieren das Messer so, wie sich der Barbier, Barber, Herrenfriseur sich das wünscht. Und dieses Jahr haben wir eins für mich gemacht, wo ich mich echt sehr, sehr drauf gefreut habe. Es wurde jetzt gestern das erste Mal hier offiziell gezeigt, weil es jetzt da war. Ja. Du hast es ja schon mal sehen dürfen. Genau, ich habe es gestern schon mal. Also was ich mega geil finde, das bin ich. Ja, das zeigen wir auch gleich mal groß. Ja, das ist mega geil, das hat mich natürlich stolz gemacht, weil ich wusste nicht, dass ich auf das Cover von dem Magazin komme. Ach so, nein, woher waren Sie denn das Foto? Das ist von mir. Achso, das ist von mir. Ja, wir haben eine Fotostrecke gemacht, ne, hier. Das ist so in meinem Salon, siehst du halt in meinem Barberbereich, weil ich ganz klassisch Damen- und Herrenbereich habe. Nur wirklich sehr groß, ich habe 129 Quadratmeter, kann also wirklich sehr, sehr viel Platz und es ist separiert, also Damen- und Herrenbereich. Wir haben eine Fotostrecke gemacht und es war eigentlich geplant, dass ich für vorne vielleicht drauf komme, aber mit einem anderen Bild. Und dann haben sie auf einmal gesagt, du, wir haben wirklich ein cooles Bild von dir und das nehmen wir von vorne aufs Cover. Und ich so, wie ich aufs Cover? Und die so, ja, machen wir. Ich so, geil, ne? Das war natürlich schon mega geil. Ja, und das ist das Messer. Ich habe sie natürlich auch mitgebracht. Du wirst es dann natürlich auch noch mal groß zeigen. Ja. Es ist wirklich, es ist ein Naturprodukt, es ist Holz, da habe ich sehr viel Wert drauf gelegt, weil ich wollte kein Plastik haben. Ich wollte wirklich ein Holzprodukt, also Holz ist ein Birke. Ja, für sie war es unwahrscheinlich schwierig, weil ihr werdet es dann sehen, wenn ihr das nochmal groß zeigt. Hier oben haben wir eine Riffelung drin. Die haben die noch nie gemacht. Sie haben zwar oben drauf welche, aber nie hier unten in dem Bereich. Das Gewicht wahrscheinlich. Nee, gar nicht. Und zwar das damit zu tun, wenn ich das Messer führe zum Rasieren, ich gehe immer mit meinen Fingern hier oben auf die Klinge drauf. Ich halte das immer so in meinen Fingern, um wirklich halt Detailarbeit zu machen. Und da ist es so, wenn du hier oben eine Riffelung drin hast, hast du natürlich einen besseren Grip. Genau, weil gerade wenn du dann Rasierschaum, Gel oder was auch immer, Creme drauf hast, rutschst du halt schneller. Und ich wollte einen Grip. Und mein Messer, das ich mit Wechselklinge habe, ist genauso. Und da habe ich die Vorzüge gemerkt. Das habe ich auch schon Jahre, ist auch mal sehr, sehr teuer, sogar teurer als das. Kann ich mal wirklich sagen. Ja, jetzt mit zwei als Wechselklinge. Als Wechselklinge. Das hat mal 400 Euro gekostet, da sind wir bei 200 hier. Aber das ist mega, weil du halt einfach diesen Grip hier oben hast zum Halten. Und das wollte ich unbedingt haben, weil ich sagte, das ist mein Ding. Ja, und so haben sie mir das Messer gemacht. Und das ist auch sehr schön, dass man nicht nur sein Wissen weitergeben kann in Schulungen für andere Barbiere, Friseure, sondern dass man halt auch der Industrie weiterhelfen kann. Mit dem, was man schon jahrelang benutzt oder die Erfahrung hat, hey, das geht so besser, das geht so besser, dass auch da weiter was gemacht wird. Und das ist natürlich auch schön, wenn man dann so sieht, dass so auch da so die Abdrücke von mir irgendwo hinten dran sind. Ja, das ist echt ganz toll. Ja. Und so ist es auch mit Haarschneidemaschinen. Kannst du auch nachher nochmal gucken, bei Red Deer zum Beispiel,
da, die sind auch mit mir befreundet, denen helfe ich immer mal so ein bisschen als Testperson, ne, wo ich halt auch dabei bin. Und das ist immer ganz schön, wenn du so Freundschaften hast, die schon ganz viele Jahre bestehen. Mhm. Ja. Ja, dann danke ich dir recht herzlich für dieses Interview. Vielen Dank. Und meine Frage an dich wäre jetzt so zum Abschluss, wo kann man mehr über dich erfahren? Ich weiß, du hast einen Instagram-Channel. Was würdest du den Leuten sagen, die so mehr über dich erfahren, wenn sie jetzt sagen, Jerome ist so ein authentischer und netter Kerl, davon würde ich gerne, mehr sehen. Ja, natürlich findet ihr mich über Instagram, ist BarberJ, MZ, also für Mainz, BarberJ, also BarberJ war leider schon besetzt, deswegen ist BarberJ MZ. Für Mainz. Ihr findet mich natürlich auch unter Jerome Kantner, egal ob es in Facebook ist, ob es in Instagram ist. Ihr findet meine Homepage, das ist phoenix.de oder barberj.de. Da findet ihr eigentlich alles. Da seht ihr auch genau Instagram und Facebook die Verlinkung. Wäre schön, wenn ihr mir folgt. Genau, ich werde das alles in die Beschreibung reinsetzen natürlich und könnt ihr einfach in die Beschreibung gehen und euch das anschauen. Genau, das wäre super. Super. Und wenn jemand Fragen hat, ihr könnt mich gerne fragen, ihr könnt mich anschreiben. Ich gebe euch gerne an. Wunderbar, cool. Vielen Dank. Dann danke ich dir recht herzlich. Ich danke dir, dass du wieder mein Modell warst. Ich wünsche dir noch eine schöne Messe. Danke, die wünsche ich dir auch. Und wir werden alles dann entscheiden. Wir werden auf jeden Fall noch eine schöne Zeit haben. Wunderbar. Cool. Danke. Ja, vergesst nicht das Like und das Abo, wenn ihr diesen Kanal noch nicht kennt. Und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis dann. Alles klar. Danke. Ciao.